Und die Isolation, die wir brauchen für Infizierte, die ist, muss man sich nicht unbedingt mittelalterlich vorstellen, ja? Sondern das kann man auch auf dem Land machen, das könnte man in Hotels machen, das ist im Prinzip ein Urlaub auf Staatskosten. Wichtig dabei ist, dass es Leben retten wird, wenn wir die Leute isolieren und nicht zu ihren Familien schicken, weil der Lockdown an sich, das wissen wir aus Wuhan und das wissen wir aus vielen Berechnungen, wird vielleicht ein bisschen verlangsamen, aber das reicht nicht aus, um die Seuche wirklich einzudämmen. Professor Maximilian Mayer, ganz herzlichen Dank für Ihre Analyse der Situation. Dankeschön. Vielen Dank.